Dann auch hier arbeiten wir selbstverständlich wieder mit den ermäkelnden Schuhen. Welche Bauchnabelpiercings können wir stechen? Welche sollten wir besser nicht stechen? Und welche Optionen haben wir, wenn es nicht möglich ist? Interessieren euch die Alternativen und die anderen Teile? Scrollt gerne ein kleines Stückchen nach unten. Abonniert unseren Kanal für weitere tolle, spannende Videos zu dem Thema. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen. In der letzten Episode habe ich euch gezeigt, wie ich ein Bauchnabelpiercing mit einem Einlegmarker anzeichne. Heute machen wir das ein kleines bisschen anders. Wir benutzen dazu die Rückseite von unserer Piercingnadel. Sie ist auf der Seite stumpf, aber immer noch, sag ich mal, scharfkantig genug, dass ich damit einen kleinen Abdruck kreieren kann. Dankeschön, da darfst du dich einmal hinlegen. Du bist bereit? Ja. Okay, hier kommt der Pieks. Und das war's schon. Jetzt nehmen wir den Schmuck ein. Und machen noch die Kugel drauf und dann hast du es auch schon geschafft. So, das war's schon. Wenn du magst, darfst du aufstehen. Schaut zu Hause, was schon soll? Ja. Hier seht ihr sehr schön, das war tatsächlich keine allzu große Angelegenheit. Das Piercing sitzt kerzengerade und beide Kugeln schauen genau in die Richtung, in die sie schauen sollen. Wie gesagt, würden alle Bauchnabel so ausschauen wie der, dann wäre der Job tatsächlich für uns alle deutlich einfacher.